Moin, liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zur 21. Folge von My Little Pony, die da heißt, nicht viele Kleinigkeiten, wie es da oben steht, sondern eine schwierige Freundschaftslektion. Zumindest hoffe ich, dass das jetzt hier Folge 21 ist, ansonsten ist das eine andere Folge. Ich werde das ja sehen, wenn das Englische hier steht, weil ich sehe ja immer hier, wenn ich ja langsam runterscroll, den deutschen Titel und den englischen. Auf Englisch ist es Every Little Thing She Does. Ich lese mir den Inhalt durch. Ich hab nur ganz kurz was gelesen wegen Starlight, weil ich ja runterscrollen musste. Mehr nicht. Also ich freue mich, Starlight auf jeden Fall dann wieder zu sehen. Ich hoffe mal, dass das aber hier die 21. Folge ist und dass das hier nicht irgendwie wieder komisch sortiert ist. Hoffe ich. Deswegen, ja, wir gehen auf das Ende dieser Staffel zu. Ich hoffe, ihr habt letzte Folge nicht verpasst, denn da konnte ich mich mal wieder aufregen. Warum? Vielleicht wisst ihr es schon alle, ansonsten checkt die Folge aus. Ich bin jetzt sehr auf diese Folge hier gespannt und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst vorab einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Wir wollen auf die 5000 Abonnenten zugehen. Und ja, und dann würde ich sagen, starten wir rein mit dieser Folge. Zack. Und beide sehr betrübt. Ah, nee, müde. Ich habe hier jede Menge Zaubersprüche. Du machst das alles toll, aber jetzt wird es Zeit für eine echte Herausforderung. Okay. Oh, ich bin bereit. Wo sollen wir denn anfangen? Teleportation. Und zwar mehrere Orte. Versuch mitzuhalten. Oh, gleichzeitig relativ. Transfiguration. Schilde. Oh. Ich habe Feuer gefangen. Was jetzt? Man kann doch immer noch etwas dazu lernen. Also ein kontrolliertes Schild bestimmt, meint sie damit. Ich sag mal immer Prost. Nach dieser Folge muss ich was zu trinken holen, ne? Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. So. Ich wollte extra warten. Man muss ja auch sagen, Twilight hat jetzt so gesehen ja jemanden, weil, sind wir ehrlich, sowohl Celestia als auch Luna als auch Cadence, ich wollte erst Candice sagen, nein, Cadence, haben natürlich auch magische Fähigkeiten, aber die machen jetzt ja nicht, sag ich mal, so ein Spaß-Battle, sage ich jetzt mal, mit Twilight. Und für Twilight, glaube ich, ist es ja auch irgendwie schön, jemand, ich würde schon sagen, jemand ebenbürtigen zu haben, um erstmal A, natürlich so Grundlagen beizubringen und B, aber auch ein kontrolliertes Zaubern und Kämpfen mit der Zauberei. Deswegen glaube ich, freut sie sich da auch so, dieses Wissen weiterzugeben und gleichzeitig aber auch irgendwie selbst nicht außer Form zu kommen. Ist zumindest so meine Meinung und Einschätzung. Wie du weißt, sind Acelero-Geschwindigkeitszaubersprüche gar nicht so leicht. Doch führt man sie korrekt aus, kann man durch sie den Tag viel effizienter gestalten. Every little thing she does. Okay, das ist die richtige Folge. Gut gemacht, Starlight. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe einen sehr alten Zauberspruch entdeckt. Similo Duplexus. Wenn man ihn mit Acelero auf die richtige Weise kombiniert, kann man sich an zwei Orten gleichzeitig aufhalten. Jetzt bin ich wirklich fertig.
Ich muss zugeben, deine Zauberkünste sind weitaus mehr als unglaublich. Ich bin sehr beeindruckt. Ich war schon immer sowas wie ein Naturtalent. Allerdings hast du keine Freundschaftslektion mehr erfüllt, seit du neulich Trixie kennengelernt hast. Ach, bist du dir sicher? Ich könnte schwören, dass da ein paar dabei gewesen sind. Ich bin mir sicher. Ich verstehe. Naja, da will ich mal kurz gucken. Also wir wollen jetzt Twilight nicht hier zu nahe treten. Aber jetzt passt auf. Die Folge ist ja auch schon ein bisschen her. War danach nicht was? Ja, hier, guck mal. Ja, nee. Dass Starlight kein Interesse am Freundschaftsfeierabend hat. Das ist was anderes. Ja, das mit dem Wechselpony, Spike und das Wechselpony, da war jetzt auch keine Lektion. Ich dachte echt, da war noch was. Nee, da war tatsächlich nichts mehr. Ich dachte echt, da war irgendwie was. Also man hat sie gesehen, aber da war keine Lektion dann mehr. Also von daher, eine schwierige Freundschaftslektion heißt ja die Folge. Ich bin gespannt, was jetzt da noch kommt hier. Ich war in der vergangenen Woche sehr beschäftigt. Es war so viel zu erledigen. Ich versuche... Schön stehen geblieben hier. Wie wäre es denn mit jetzt? Spike und ich fahren nach Canterlot. Celestia hat mich gebeten, einen kurzen Vortrag über die Geschichte verzauberter Objekte zu halten. Wir kommen nach dem Vortrag zurück, ungefähr in... 20 Monden von heute an? Heute Abend. Es ist ein kurzer Vortrag. Sicher. Rede es dir nur weiter ein. Du kannst deine Freundschaftslektion durchgehen und wir können sie heute Abend besprechen, wenn ich zurück bin. Natürlich, sicher, ist kein Problem. Freundschaftslektion wird gemacht. Starlight. Ich freue mich drauf. Also, Spike, Starlight, nicht hier drücken. Diese Karten farbig nach Zeit, Ort und Objekten. Warum will sie sich drücken? Wir wissen, wozu es führen kann, wenn sie nichts macht. Ja. Hey, Twilight und ich fahren jetzt nach Canterlot. Brauchst du noch irgendwas, bevor wir losfahren? Nein, alles gut. Mir geht's gut. Ach, was sag ich? Bestens. Alles kein Problem. Starlight. Also, was genau tust du da gerade? Ich wollte mich gerade entscheiden, welche Freundschaftslektion ich angehe, während ihr zwei in Canterlot seid. Yippidi. Oh ja, gleich hier. Da habe ich sie hingelegt vor einer Sekunde. Kuchen backen mit Pinkie Pie? Basteln mit Applejack? Nähen mit Rarity? Oh. Mit Fluttershy einem Tier helfen? Mit Rainbow Dash chillaxen? Chillaxen? Woher soll ich das denn wissen? Also, wenn dich die Freundschaftslektionen nervös machen, kannst du das ruhig zugeben. Nervös? Ich? Oh, Spike, du bist ja wirklich nur komisch. Du denkst, ich hätte Angst, dass ich bei etwas Einfachem wie Kuchenbacken versagen könnte? Tja, wenn es so wäre, wäre es... Lächerlich! Twilight war beeindruckt, weil ich einen Geschwindigkeits- mit einem Duplikationszauber kombinieren kann. Das... Ja, weil du da gezaubert hast und wenn du dich da auch verbesserst, freut sich Twilight. Aber so wie es aussieht, vernachlässigst du ja aktuell so ein bisschen diese ganzen Lektionen. Weil wir wissen ja, meine liebe Starlight, ich spreche jetzt mal zu dir, Starlight, persönlich, wozu es geführt hat, wenn du, als du keine Freunde hattest und nur deine Magie hattest. Da warst du böse. Du hast dich gebessert, aber ich hatte da ja auch schon mal so eine kleine, Theorie. Das hätte schon was irgendwie, diese Wendung. Mal gucken. Deswegen, aber, muss man vorsichtig sein. War herausfordernd. Das? Die könnte ich alle gleichzeitig machen, ohne dabei groß ins Schwitzen zu geraten. Eine Gelegenheit, um Twilight weiter zu beeindrucken? Gute Idee, Spike. Ich mache mich gleich dran. Danke. Und ich dachte, Twilight wäre die Meisterin im Durchdrehen. Also, mit eurer Hilfe können wir das im Handumdrehen hinter uns bringen. Bist du sicher, dass Twilight das gut heißt? Müsstest du dir nicht für jeden Punkt genug Zeit nehmen? Aber zusammen im Team sind wir einfach viel schneller. Und gehört gute Teamarbeit denn nicht auch zu Freundschaftsding? Ja, sicher. Super,
Pinkie Pie, da wir backen, gehst du in die Küche. Rarity, Applejack, geht ihr doch in die Bibliothek. Oh, in der verstaubten Bibliothek haben wir aber nicht genug Licht. Bleiben wir lieber hier unten im Foyer. Ich dachte, Fluttershy und ich bleiben mit den Tieren hier im Foyer. Oh, wenn du das willst. Großartig. Also Rainbow Dash. Aber es hängt von den Tieren ab. Zum Beispiel, dieser arme kleine Adler mit dem verstauchten Flügel wäre besser in einem Turm aufgehoben. Ja, ja, natürlich. Und die niedlichen Streifenhörnchen bevorzugen einen ruhigen Ort. Vielleicht solltest du die Tierchen erstmal kennenlernen. Ja, ja, gleich, Fluttershy. Ich weiß nicht, ob wir hier im Schloss wirklich chillaxen können. Wir brauchen... Warum, also jetzt ganz im Ernst, das kann man wieder auf die Realität zurückziehen. Warum muss sie jetzt alles gleichzeitig machen? Also das verstehe ich. Ich meine, ja, vielleicht ist sie nervös insgesamt, aber warum sagt sie nicht, komm, ich mache jetzt erst das und dann kann sie ja danach immer noch was anderes machen. Aber alles gleichzeitig, das ist doch totaler Humbug. Also sind wir ganz im Ernst. Wer meint, er könnte... Keine Ahnung, wenn jemand meint, ich mache jetzt eine Steuererklärung, schreib gleichzeitig einen Roman und guck währenddessen noch eine Serie oder einen Film und fasst zusammen, was ich gesehen habe. Wer meint, das zu können, ist auch einfach nur dumm. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also keiner kann so viele Sachen ganz gleichzeitig machen. Wenn man telefonieren kann und dabei kochen oder backen kann, ist das was vollkommen anderes. Aber sie will basteln, sie will auf Tiere aufpassen, sie will chillaxen, sie will nähen. Also ganz im Ernst, das ist so dumm einfach nur. Dumm. Dumm und dämlich und voll übertrieben einfach nur. Das kann nur in die Hose gehen. Optimal zu chillaxen. Oh, ich hatte angenommen, Chillaxen kann man überall gut. Nee. Du kennst dich echt nicht gut aus mit Chillaxen. Ich suche uns mal einen passenden Ort. Okay. Wir fangen am besten mit den Näharbeiten an, dann haben wir das erledigt. Fangen wir an. Wir brauchen Zeit, um den Kuchen zu backen. Denn immerhin lassen wir es knacken und einen Kuchen backen. Wir haben einen engen Zeitplan. Keine Zeit zum Singen. Gut, wir fangen mit Backen an. Oh nein. Keine Kleider entwerfen, wenn du erst mit Pinky backen willst. Mit ihr ist es oft chaotisch. Ich liebe Pinky Pie. Wir können auch mit dem Nähen beginnen. Und dann? Während ihr das klärt, sortiere ich schon mal die Bilder für die Bastelalben. Wir müssen eine ganze Menge Fotos durchsehen. Wie viele sind es denn? 30. Naja, vor uns stehen ungefähr 80 Monde Erinnerung. 80 Monde? In diesem Schloss kann man nirgendwo richtig chillaxen. Wir müssen irgendwo anders hingehen. Warum willst du auch alles gleichzeitig? Könnt ihr mich bitte entschuldigen? Nur ein Sekündchen. Wow, das Pony sollte unbedingt chillaxen. Ja, da gebe ich dir recht, Rainbow. Okay, Starlight, du kriegst das hin. Diese Freundschaftslektionen sind nichts im Vergleich zu deinen Zaubersprüchen. Nee, das ist für dich. Gibt es ja einen kleinen Zauberspruch, um das Ganze. Nein, sie will sich jetzt verdoppeln und verdreifachen. Nein, nicht das gleiche wie mit Pinkie Pie damals, wo wir zu viele Pinkies hatten. Nein, das kann nur in die Hose gehen. Was ich nur sagen wollte. Doll, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was soll ich gerade sagen? Ah ja, genau, sie hat ja gerade gesagt, das kann ja gar nicht so schwer sein. Doch, für sie schon, weil sie davor nie Freunde hatte. Und wenn man Zeit mit einer Person verbringt, sage ich jetzt mal, das kann man ja sehr gut mit der Realität wieder gleichsetzen, dann freut man sich ja mit dieser Person Zeit zu verbringen, die Person kennenzulernen, die Vorlieben, was man nicht mag, insgesamt die Person ja. Und wenn sie jetzt alles gleichzeitig machen will, dann zeichnet das ja nicht irgendwie sie ja auch dann als, ich sag mal, Pony, / Mensch in dem Sinne aus oder als Charakter. Nein. Etwas ganz Leichtes. Nein. Fiducia Compellus. Ja, nicht schlecht. Das merken die doch gar nicht, aber ob er reicht? Oh, vielleicht Kogeria, dann sind sie offener, was meine Vorschläge angeht. Oder vielleicht Kogeria kombiniert mit Fiducia Compellus. Ja. Das könnte doch funktionieren. Oh, mit einem kleinen Hauch Persuadere, um sicher zu gehen. Oh nein.
Die anderen Ponys werden mir dankbar sein, dass wir es so schnell hinter uns bringen. Und Twilight wird begeistert von... Warum sollen die begeistert sein? Die wollen doch auch mit dir Zeit verbringen. Glückwunsch, liebe Starlight. Du bist ein Genie. Da haben wir gerade die Böse wieder gesehen. Vielleicht waren meine Glückwünsche an mich selbst etwas übereilt. Hat sie die anderen geklont? Hat sie jetzt die anderen geklont und nicht sich? Kogeria, Persuadere, Fiducia. Oh, natürlich. Fiducia Compellus muss ausgelöst werden. Pony, hört, was ich euch zu sagen habe. Pinky, Küche. Rarity, Applejack, Bibliothek. Fluttershy, bleib hier. Rainbow Dash, finde irgendwo einen Ort im Schloss, an dem wir gut chillaxen können. Na dann los, Pinky. Okidoki, was tun wir denn zuerst? Was wir als erstes tun müssen. Was auch immer du als erstes tun willst, Starlight Glimmer. Verrühren Sie in einer Schüssel zusammen Eier, Zucker und 2 Teelöffel Vanille. Mischen Sie Mehl unter. Oh mein Gott, sie hat jetzt einen Zauber ausgelöst und das ist jetzt erstmal dieses Gefährliche, was so ähnlich ist wie im Dorf. Denn im Dorf, wir erinnern uns, hatte ja keiner einen Schönheitsfleck und alle waren auf Starlights Seite. Alle haben gemacht, was sie wollte. Oder zumindest haben sie ihr das ja geglaubt. Sie hat sie nicht verzaubert. Das macht sie jetzt. Denn jetzt hat sie diesen Petuchia-Spruch ja ausgesprochen. Und der sorgt dafür, nicht nur, dass die in Trance sind und denken, die haben Zeit für Starlight, die machen alles, was Starlight wollen. Und das ist das große Problem. Starlight liest nur vor und die wollen das gemeinsam machen. Geht aber nicht, weil Pinky sofort alles macht und das ist auch bei den anderen gleich so. Twilight, komm schnell zurück. Da braucht jemand deine Hilfe. Dann Backpulver, Salz und Zimt. Ich denke, du kannst übernehmen. Was denn übernehmen? Das Backen. Folge einfach den Anweisungen, bis ich wieder da bin. Absolutiv! Anweisungen folgen beginnt! Yes! Kuchen backen erledigt. Sehr gut. Jetzt nehmen. Was willst du nähen, Rarity? Was immer du willst, dass ich nähen will, Starlight Glimmer. Kannst du ein Kleid nähen, das aussieht wie das? Ach, du meinst dieses Kleid? Ja, richtig. Aber natürlich, es wird einfach toll aussehen. Das sind ja echt eine Menge Fotos. Wie sortierst du sie normalerweise? Wie auch immer du willst, dass ich sie sortiere, Starlight. Okay, erzähl mir was über dieses. Sweet Apple Acres, vor 20 Monaten. Granny Smith suchte nach ihrer Lieblingskuchenform. Sie suchte in der Küche, doch da war sie nicht. Sie sah in der Scheune nach, aber okay. Da war sie nicht. Oh, ich muss ja nicht jedes kleine Detail erfahren. Fass die Geschichte einfach kurz zusammen. Oh. Es stellte sich heraus, dass Granny nicht weiß, wie man einem Schwein das Rückenschwimmen beibringt. Aha. Am besten sortierst du diese Fotos erstmal chronologisch und gleich... Wo ist da die Logik, wenn sie sagt, dass diese Küchenform... Dass diese Küchenform verschwunden ist, weil sie nicht gefunden hat und dann... Granny Smith wusste nicht, wie man einem Schwein das Schwimmen auf dem Rücken beibringt. Das hat man auf dem Bild gesehen, aber wie hat das jetzt... Was hat das mit der Küchenform zu tun? Hä? Hat das Schwein die weggeworfen, die gehabt? Ich hab keine Ahnung. Erzählst du mir einfach nur die Highlights. Ja, natürlich, Starlight Glimmer. Oh. Fluttershy, wo sind denn all die Tiere? Sie sind weggerannt. Und wieso hast du sie nicht aufgehalten? Du gabst mir nicht den Auftrag dazu. Ach, aber ich wollte doch, dass du... Macht ja nichts. Würdest du bitte die Tiere wieder im Schloss versammeln und sie dann alle zusammen ins Foyer bringen? Alle Tiere, ja? Verstanden. Hast du einen Platz zum Chillaxen, Rainbow Dash? Oh, sicher, Starlight Glimmer. Toll, sag mir einfach Bescheid. Ja,
Starlight Glimmer. Das sind ihre Diener. Die machen alles, was sie wollen. Smith meinte, sie brauche ein größeres Boot. Aber Goldie Delicious sagte, wenn dir nichts Nettes über ein Pony einfällt, setz dich doch zu mir. Big Mac dachte, wenn er sich mit Schlamm bedeckt, würde ihn das Monster nicht sehen. Starlight Glimmer! Das Kleid ist fertig. Ist es nicht wunderschön? Was ist das? Ich sollte für dich doch ein Kleid machen, das so aussieht wie im Buch. Oh, du solltest ein echtes Kleid aus Stoff nähen, das aussieht wie das im Buch. Ah, ich verstehe. Ja, natürlich, Starlight Glimmer. Rarity, mach es größer als das im Buch. Natürlich, Liebes. Größer, sicher. Sie war ein einfaches Pony und stand vor einem anderen Pony und bat es, sie zu lieben. Pinky, was machst du denn? Ich folge nur nacheinander den Anweisungen im Kochbuch, Starlight Glimmer. Ich meinte doch nur für einen Kuchen. Das waren doch nur ein paar Minuten. Wie in Equestrias Namen konntest du das alles so schnell machen? Erst habe ich drei Eier genommen, dann habe ich... Die Backstunde hat sich erledigt. Oh, was jetzt noch? Der Bär oder die Tiere sind da. Ach du Scheiße, und jetzt ist da auch noch... Die Farm nehmen, aber unsere Freiheit nehmen sie uns niemals. Was ist hier passiert? Ich habe alle Tiere versammelt, wie du es wolltest, Starlight Glimmer. Oh ja, das wird großartig. Ein viel größeres Kleid. Es waren die besten Äpfel und es waren die schlimmsten Äpfel. Ich krieg das wieder hin. Das ist Magie und ich kenne mich damit aus. Was ist das? Was hast du gesagt? Unsere Kuchen verbrennen. Du hast die Ofen angelassen. Wir brauchen Wasser. Ja, Starlight Glimmer. Sturm, Wolken? Oh mein Gott. Big Mac sagte mal, aus einem großen Haufen Kraft kann eine Riesenmenge an Verantwortung folgen. Und die hat nicht auf zu erzählen. Hilfe! Was ist denn hier passiert? Ja, da hat sich jemand übernommen, Twilight. Danke, dass du wieder da bist. Im Schloss haben. Ich kann sicher nie wieder schlafen. Vielleicht könnte ich den Fiducia Compellus und Kogeria beenden. Oder war es etwa zu viel Persuadere? Was? Offenbar verstehst du nicht, worum es geht. Oh, ich habe das Zauberspruch-Chaos beseitigt und die anderen sind jetzt zu Hause. Das waren wirklich mächtige Zauber. Die werden sie morgen immer noch fühlen. Und jetzt bitte versuch mir zu erklären, wie in Nam Celestias das alles geschehen konnte. Naja, ich habe diesen speziellen Zauber zum ersten Mal ausgesprochen und beherrsche ihn wohl noch nicht. Ich werde ihn rückgängig... Anscheinend verstehst du nicht, worum es geht. Sag ich ja. Ja. Kommst du darauf, deine Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was du willst, sei eine gute Idee. Tja, wenn man es so ausdrückt, dann hört es sich nicht gut an. Ja. Ja, weil es auch gar nicht gut ist. Nun... Twilight. Starlight. Ich bin doch nicht genau sauer. So reden. Ich bin allerdings enttäuscht. Du hast dich so gut geschlagen. Ich kann nicht verstehen, wie eine Freundschaftslektion in so einem Chaos endet. Oh, na schön. Ich habe die neuen Freundschaftslektionen absichtlich gemieden. Warum? Wieso? Ich kann schwierige Zauber hervorrufen, aber Kuchenbacken mit Pinkie Pie, da drehe ich durch. Und ja, ich weiß, wie lächerlich sich das anhört. Und deshalb habe ich nichts gesagt. Ich dachte, ich kann dich weiter mit meinen magischen Fähigkeiten beeindrucken und dann... Sie weiß, dass du zaubern kannst. Du drehst beim Kuchenbacken durch? Ja, Kuchenbacken oder Nähen, alles das. Vielleicht kann ich es gar nicht. Ich wollte keine unserer Freundinnen enttäuschen und dann bin ich am Ende eine Riesenenttäuschung für alle gewesen. Starlight, glaubst du, es ist irgendeinem Pony wichtig, ob du Kuchen backen kannst? Die Zeit miteinander zu verbringen. Hat dazu gedacht, Pinkie Pie besser kennenzulernen. Genau. Und das, was sie liebt. Es war eine Freundschaftslektion und kein Backunterricht. Oh, ich habe wohl nicht verstanden, worum es geht. Nee. Sag ich ja. Was machen wir jetzt? Jetzt arbeiten wir an einer fortgeschrittenen Lektion. Sie heißt, sich entschuldigen.
Ich weiß zwar nicht, was für ein Brummer uns Starlight verpasst hat, aber es fühlt sich an, als hätte man mich durch die superschnelle Apfelweinpresse 6000 gequetscht. Ja, kannst du laut sagen. Könnten bitte alle Ponys in den nächsten Tagen flüstern? Das wäre wirklich entzückend. Mein Schädel brummt irgendwie. Ich war die ganze Nacht auf und habe die Tiere beruhigt. Fluttershy, bitte! Nicht so laut. Starlights Zauber hat mich meine Kuchen anbrennen lassen. Ich finde, Rarity, das muss man dir ganz klar sagen, stellt wirklich so super diese High Society dar, die dann so mit Sonnenbrille und Hut, so die Frauen oder die Männer. Warte, was haben die Männer nochmal? Nee, bei den Männern weiß ich es nicht, aber die Frauen tragen dann immer so diese Sonnenbrille, um eben zu verbergen, dass sie irgendwie so eine Art Kater haben oder irgendwie hart gefeiert haben letzte Nacht und dann so, bitte rede leiser, bitte rede leiser. Das hat sie gerade so super dargestellt. Ja, was das angeht, die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen. Das ist ja echt die Untertreibung des Tages. Erzähl das den Kugelschwester! Bitte, Freundinnen, können wir leiser argumentieren? Ich habe wirklich richtig Mist gebaut. Ich habe gezaubert, weil ich Angst hatte, mit euch allen an den Freundschaftslektionen zu arbeiten. Ich habe auf jeden Fall noch eine Lektion für dich. Niemals verzaubert man seine Freundin! Bitte glaubt mir, das weiß ich doch. Ich habe mich falsch verhalten und kann es nicht mehr ändern. Ihr seid so recht wütend. Und ich hoffe, eines Tages mache ich es wieder gut. Aber ich kann nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. So, und jetzt muss ich los. Ich mach mal das Schloss sauber, das voller Spinnen und Kuchenteig ist. Es war nett von ihr, sich zu entschuldigen. Ja. Offenbar tut es ihr wirklich leid. Hey, Starlight! Die meisten der Apple-Familienfotos müssen da noch herumliegen. Ich komm mal mit, um sie zu suchen. Oh, und mir tut es so leid für die süßen kleinen Fledermäuse und Spinnen. Ich guck mal nach ihnen. Und alle zwinkern einmal. Die Stoffe liegen da auch noch. Ich sollte sie lieber in die ruhige Bibliothek bringen. Und ich sollte noch diese Sturmwolken aus dem Bad holen. Gut. Irgendein Pony muss ja einen Kuchen backen zu Ehren all der armen Kuchen, die bei der Tragödie gestern ihren Teig opfern mussten. Aber da muss man ja auch sagen, ich meine jetzt letztens, weil ich nochmal so alte Folgen durchgeguckt habe, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo man Twilight hasst. Schreibt mir in die Kommentare, ist das wirklich so? Weil irgendwann in Staffel 2 oder 3, weil da habe ich habe nur so Folgen nochmal durchgesehen und so diese ganz älteren Kommentare, und hat das irgendwie jemand geschrieben. Ich habe das jetzt leider nicht abfotografiert oder aufgeschrieben, von wem. Jedenfalls habe ich nur irgendwie gelesen, dass man Twilight irgendwann nicht mag. Ich finde aber, Twilight spiegelt genauso diese Person wieder, und ich finde, die hat immer den perfekten Umgang mit allen. Sei es nun mit Spike, sie weiß damit, wie sie mit Spike umzugehen hat und wie sie mit ihm redet. Das gleiche mit ihren Freundinnen und vor allem jetzt auch eben mit Starlight, weil Starlight ja natürlich auch eine schwierige Kindheit und Geschichte hat. Und deswegen weiß sie auch, wie sie mit ihr zu reden hat, und ich finde das... Finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Deine Entschuldigungen wurden angenommen. Glücklicherweise habe ich so tolle Freundinnen. Aber es wird eine Weile dauern, bis ich mich an die nächste Freundschaftslektion wage. Was meinst du damit? Du hast sie doch heute gemacht. Ja. Was redest du denn da überhaupt? Ich habe das Chaos beseitigt, das ich als schlechte Freundin verursacht habe. Nee, du hast es doch gemacht. Aber hast du nicht auch mit Rarity genäht? Ja, aber... Und du und Applejack habt euch zusammen Fotos angesehen und sie eingeklebt. Mit Fluttershy hast du Tieren geholfen und mit Pinkie Pie... Das haben wir aber nicht gesehen. Offenbar hattest du das gar nicht geplant. Ehrlich gesagt, und das Chillaxen. Dass da nur noch eins zu tun ist.
Chillaxen. Erledigt, Stühle erledigt. Und dank eines leichten Katadupa Levitada Zaubers haben wir auch was. Aber das mit den Tieren haben wir nicht gesehen, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Wir haben das mit dem Backen gesehen, wir haben das mit dem Nähen gesehen, wir haben das mit den Fotos gesehen, jetzt das mit dem Chillaxen. Wir haben das mit den Tieren nicht gesehen. Hallo? Warum haben wir Fluttershy nicht mit den Tieren gesehen? Das ist ein Skandal. So, reicht das jetzt zum Chillaxen? Nö. Nein, was habe ich vergessen? Ruhe. Ah, richtig. Gut gemacht, Starlight. Jetzt hast du eine weitere Freundschaftslektion bestanden. Hey, sie ist erst damit fertig, wenn ich sage, dass sie fertig ist. Also weniger lernen und viel mehr chillaxen. Chillaxen. Also, wie lange sitzen wir jetzt noch hier? Cooles Bild eben mit den allen. Cooles Bild mit den allen da eben. Schöne Folge. Schöne, kuriose, wilde, verrückte Folge. Ereignisreiche Folge. Ereignisreich hat noch gefehlt. Sehr, sehr viele Attribute und Adjektive kann man dieser Folge geben. Meine Lieben, das war hier Folge 21. Wir gehen auf das Ende dieser Staffel zu. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Mit dem Titel, warte, nur mal richtig, eine schwierige Freundschaftssektion. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Von daher, wie es weitergeht. Von daher, meine Lieben, das war's mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu My Little Pony. Und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.